Ja, lang ist es her. Mehr als ein Jahr. Mehr als ein Jahr, mehr als ein halbes Jahr. Dachte ich, gebe euch mal ein kleines Update, mehr oder weniger, so was so die letzten, das Jahr über so gewesen ist. So prinzipiell kann man ja mit Anfang 2019 anfangen. Da, wenn ihr mich recht entsinne, am 28.12. das letzte Video rausgekommen ist. Ich hoffe, jetzt noch alles zusammen, das ist schon ein bisschen her. Prinzipiell so Anfang Januar fing das an, dass ich durch meine Mod-Arbeit etwas eingespannt habe. Eigentlich kann man es nicht wirklich sagen, also da fing es halt an, irgendwie, dass es dort mehr zu tun gab. Einfach um einen neuen Chat quasi sauber zu halten und im Nachhinein kennenzulernen. Allerdings sehr zu dem Zeitpunkt so mir gedacht, dass ich erstmal bevor ich wieder weiter den Rechner zumülle mit Aufnahmen, dass ich erstmal alte Sachen fertig mache. Das heißt, ich habe jetzt gerade, glaube ich, 6 Anno-Folgen auf dem Rechner und 2 City Skylines-Videos, glaube ich. Allerdings, ich glaube, dann Ende Februar oder so. Irgendwie, vielleicht auch sogar schon ab dem Januar ist in der Rechner. Wollte ja nicht mehr, ich weiß schon einmal, was da gewesen ist. Hab dann irgendwann nach einiger Zeit dann einen Ersatzrechner bekommen, wo ich dann halt besser moderieren konnte. Weil mit Handy war es einfach umständlich, mit meinem Laptop, wo halt eine Latenz von, keine Ahnung, was war, eine allgemeine Latenz zu, von 4 Sekunden oder so zusätzlich, oder 2 bis 4 Sekunden. Ja, hab mich dann wieder so ein bisschen reingefuchst dann mit dem neuen da, mit dem Ersatzrechner. In Adobe habe dann auch wieder so ein bisschen angefangen, auch was so ein nebenmäßiges Ding zu machen. Halt so Compilations, Best-ofs. Was der die ein oder andere von euch vielleicht gesehen habt, anhand der GTA-Clips, die hier zwischenzeitlich als öffentlich oder nicht gelistet, aber umgefleucht sind, die galten da, die galten dann dem Intro bzw. dem Outro. Ja, wie gesagt, der Rechner, der ist jetzt wieder mehr oder weniger, also mehr oder weniger, der ist wieder einsatzbereit. Sprich, da ich selber mir gerade selber nicht ganz genau weiß, wie das jetzt aktuell weitergeht, kann ich auf alle Fälle sagen, dass ich die aktuell laufenden Projekte, also so wie Anno 2205 und City Skylines, auf jeden Fall zu Ende machen werde. Kann sein, dass vielleicht das ein oder andere Train Simulator oder Train Sim World Video auch noch kommt, was ich dann halt wahrscheinlich noch aufnehmen muss. Wie das mit Transportfieber ist, weiß ich nicht. Ob es sich da überhaupt noch lohnt, weiterzumachen oder ob man dann vielleicht nicht einfach sagt, okay, ja, wir beenden das jetzt hier erstmal und warten dann auf Transportfieber 2. Und fangen da dann halt wieder an. Je nachdem, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Könnt ihr auch gerne sagen, wie ihr das seht, ob es Sinn macht, irgendwie noch so, ob ich 3 Monate vorher irgendwie das noch weiterzumachen oder ob es dann mehr Sinn macht und einfach sagen, okay, heißen wir auf die paar Monate und warten dann, bis das released wird und starten dann wieder richtig durch mit der Reihe. Das wird es auf alle Fälle sein. Kann sein, dass es wieder höher frequentiert wird mit den Videos. Kann auch sein, dass es halt ein bisschen weniger wird, je nachdem, wie das jetzt in nächster Zeit läuft. Aber das ist mal so, war es erstmal so für mich. Ich wünsche noch einen schönen Tag.